Wir haben in den letzten 200 Jahren die Erde ganz massiv geprägt und gestaltet. Und dieser Planet, unsere Mutter Erde, gibt uns eben diese offene Frage zurück, wie werden wir in den nächsten 100, 200 Jahren leben können auf dieser Erde? Und um diese Frage zu stellen und auch teilweise zu beantworten mit künstlerischen, mit kreativen Mitteln, denken wir, dass die Völklinger Hütte wirklich ein primordialer Ort ist. Und warum? Hier wurde Umweltverschmutzung in großem Maßstab betrieben, aber hier hat man auch Stähle produziert, die Häuser und Architekturen in der ganzen Welt aufgebaut haben. Kurzum, genau der Ort, er hat die Welt geprägt. Wir stellen uns der Verantwortung und stellen hier die Frage mit dem Future Lab in der Erzhalle der Völklinger Hütte, wie geht es weiter mit uns? Aber wie gesagt, unter künstlerisch-kreativen Vorzeichen. Also wir sind hier in der IBA Plant. IBA Plant ist die erste Installation im Future Lab Völklinger Hütte Weltkulturerbe. Und wir beschäftigen uns eigentlich mit den Fragen, die in einer zukünftigen internationalen Baustellung in der Großregion behandelt werden könnten. Und das ist sehr, sehr vielschichtig. Das geht los mit Energie, Mobilität, wie wollen wir morgen leben, was werden wir morgen essen und endet dann wahrscheinlich irgendwann bei der Frage, wie sieht die Architektur der Zukunft aus, wo wird diese denn stehen, wie sieht die Stadt aus, welche Funktion wird das Land und das Dorf haben. Ja, wir stehen hier vor einem sogenannten Aquaponik, eigentlich eine ganz alte Art der Landwirtschaft. Man produziert Fische und Pflanzen zusammen. Die Fische geben Nährstoffe ab, die Pflanzen nehmen die Nährstoffe als Dünger auf. Also in Asien sehr bekannt, Reis-Fischwirtschaft zum Beispiel. Hier haben wir jetzt Salicornia, also Queller und Wolfsbarsch, mal in einer modernen Form dargestellt, wie es später auch in den Städten dann mal stehen könnte. Weil dort ist es ja sinnvoll, auch Tiere zu züchten, die in kleinen Kompartimenten mit wenig Wasser gezüchtet oder produziert werden können. Und das ist bei Fischen einfach der Fall. Also ein Aspekt dieser IBA Plant ist die sogenannte Vision. Also wie sieht die Welt in der Zukunft aus? Und es haben Studierende, Plan B, Masterstudiengang der HTW, die Schule für Architektur Saar, um genauer zu sein, diese Vision auch zum Teil bildnerisch umgesetzt. Das ist das, was Sie im Hintergrund sehen. Da stellt sich die Frage, wie sieht eine Mekka-Tanke, die es heute in Luxemburg gibt, in 20 Jahren aus? Was wird dort passieren? Wie sieht das Saarufer in Saarbrücken aus? Wie ist die Zukunft einer Großindustrieanlage wie zum Beispiel des Walzwerkes? Was wird im ländlichen Raum passieren?